Hallo Leute, willkommen zu einer weiteren Folge von The Curse of Magiern. Und ich muss kurz die Tastatur reinschieben. Genau. Ja, der Balken unten rechts für die Soundausgabe, der wackelt nicht ganz so heftig. Also muss das Rauschen, glaube ich, jetzt erträglich sein, nicht wahr? In der letzten Folge war es hier, vor allem im Restaurant, ganz schön heftig, nicht wahr? Es kommt davon, wenn man sich eine USB-Soundkarte kauft. Ja, ist das Teil hier. Setbrand USB Audio Stereo Sound Adapter. Genau. Ohne, ja, ohne Treiber einfach anschließen. Genau. Für irgendwie 7 Euro auf eBay. Quatsch. Auf eBay wahrscheinlich noch billiger. Nein. Auf Amazon. Ja. Tja. Ja, leider gab es ja diese spezielle, es ist Beyer Dynamic? Genau. Ja. USB-Soundkarte für das Headset gibt es ja leider. Warte mal. Habe ich jetzt den. Nee, ich habe den aufgesammelt, ja? Okay, doch. Das ist ein ziemlich vollgespuckter Goldzahn. Na, muss man ja sauber machen. Aber Hauptsache, er glänzt schön. Ja, diese spezielle USB-Soundkarte für das Headset, für das hier, dieses extra zusammengebaut werden musste und so weiter, ja. Personalisiert, so heißt das ja, glaube ich. Ja, das, die gibt es ja leider nicht mehr. Deswegen muss ich mal gucken. Vielleicht hat ja der nächste Elektronikmarkt irgendwelche guten Richtungen. Oder vielleicht sollte ich vielleicht doch gleich eine richtige Soundkarte einsetzen, ne? Und nicht dieses Onboard-Ding. Wobei die Onboard, ja, die Onboard-Soundkarten, die können ja eigentlich schon mithalten. Also das sind die aktuellen, ne? Von mit den USB-Soundkarten, ne? Wenn ich, Quatsch, mit den normalen Soundkarten, die man einbauen muss, ne? Hier, Soundblaster und Co., nicht wahr? Okay. Aber diese Folge wird übrigens auch ein bisschen kürzer, weil ihr sehr spät und ja, tut mir leid, dass es noch spät nachgekommen ist. Ja, warum gehe ich jetzt hier rein? Ganz einfach. Ich will, Schlappi Cromwell die Karte mal zeigen, die ich Blasito vom Rücken gepellt habe. Ja. Mal gucken, was er dazu sagt. Und nein, ich mache das nicht, nur um irgendwie Zeit zu strecken, weil ich nicht weiß, was ich jetzt machen soll. Gut. Ja. In der nächsten Szene werde ich... in ein Glas springen. Oh, Romeo. Ja, da. Genau so war der Text. Ja, wir sehen, was hat er denn dazu gesagt. Als nächstes werden wir... Mein Pirateninstinkt sagt mir, ich sollte es bei mir behalten. Oh, okay. Schade, ich dachte, er sagt was von wegen. Ist das die Karte? Ja, das ist die Karte. Ah. Requisitenbaum. Künstliche Bäume dieser Art wurden häufig von den frühen Siedlern für Theaterproduktionen benutzt. Dann genau. Oh, ein Akt. Nein, schnell weg hier. Wir wollen ja spielen. Wir wollen nicht, dass die Aufnahme... Genau, mach's hingestellt wird. Haha, ein Akt. Mann, bin ich schlecht. Genau. Ach ja, aber wo Retro, ne? Vor einiger Zeit ist ja jetzt der C64 Mini rausgekommen. Dessen Preis ja, glaube ich, jetzt so im Vergleich zu NES und SNES Mini, wobei SNES Mini, das letztens habe ich, glaube ich, mal bei Saturn oder, ja, glaube ich, gesehen, da hat es, glaube ich, auch so um die 90 Euro gekostet. Das war 90, 80 Euro gekostet. Das ging ja eigentlich noch. Aber wisst ihr noch damals, knarretsch, der alte Stuhl, wisst ihr noch damals, als das NES Mini rausgekommen ist und aus irgendeinem witzigen Grund Nintendo auf die Idee gekommen ist, das irgendwie so zu verkürzen, dass es irgendwie fast nicht mehr da war, vor allem weil diese ganzen Raff-Zahn-Leute gekommen sind, die alles weggekauft haben. Ihr wisst ja, wie zum Beispiel bei der Gamescom, ne? Ich gehe mal eben zu Saturn und sag mal so, hey, ich brauche ein paar Karten. Ja, wie viel brauchen Sie denn? Ja, für jeden Tag. Ja, wie viel brauchen Sie denn? Ach so, 10 Stück. Ja, genau, ich habe eine große Familie. Und dann irgendwie für das Doppelte und Dreifache auf eBay stellen, ne? Genau, so war es ja auch damals bei NES Mini gewesen, nicht wahr? Ah, Stimme. Ah, Entschuldigung, tut mir leid. Das ist authentisch. So, dann geben wir mal den... Obwohl, wollen wir kurz mal ansprechen? Vollzahn. Meine Crew-Parteien, Halterstein, Piratengeschichten, kennen Sie welche? Haben wir das denn schon gefragt? Piratengeschichten, kennen Sie welche? Okay, eine Geschichte. Ich begann als Seemann auf der MS Wogen des Wollknäuel, die von Puerto Pollo auslief. Wogen des Wollknäuel. Er war ein Meisterschatzsucher, ein Wahrsager aus einer alten Geheimgesellschaft. Er hatte einen merkwürdigen fünften Sinn, wenn es darum ging, Wertgegenstände zu finden. Interessant. Meinen Sie einen sechsten Sinn? Übernatürliche Kräfte? Das kann ich gar nicht glauben. Das müssen wir Jonathan Franks fragen. Lag da ein Keks in der Dunkelheit oder zeigen wir Ihnen hier nur ein schattiges Plätzchen? Tada! Genau. Oder wird das eine gruselige Geschichte? Hey, das ist ja ein Ding. Den Rest höre ich mir später an. Ja. Übernatürliche Kräfte? Das kann ich ja kaum glauben. Hatte ich auch. Zuerst. Wir verließen den Hafen ohne Karte, und durch die scharfen Sinne unseres Kapitäns geleitet. Die ersten Wochen fuhren wir nur im Kreis, bis wir merkten, dass die Golduhrringe der Mannschaft den Kapitän durcheinander brachten.
Nachdem wir den ganzen Schmuck, Goldmünzen und Gürtelschnallen über Bord geworfen hatten, kamen wir wieder auf Kurs. Lass mich raten, und am Ende fanden sie das One Piece. Ist das One Piece jetzt Freundschaft? Oder ist es vielleicht doch etwas Echtes? Oder ist es vielleicht der, was weiß ich, der Goldrutscher, der Ring von Goldrutschers Verlobten oder so? Oder ist es dann doch die große Erklärung, weswegen Namis und Nico Robins Brüste pro jede Staffel immer größer werden? Ich sag's euch, am Ende der irgendwie nach Folge 5000 sind die irgendwann nur noch aus, bestehen die irgendwie nur noch aus Brüsten oder Ärschen. Ja, so quasi Dead or Alive extrem. Also die Spiele, falls ihr ihn noch kennt. Wie lange ist diese Geschichte eigentlich? Cap muss eine echte Jahrmarktsensation gewesen sein. Ihr Kapitän muss eine echte Jahrmarktsensation gewesen sein. Viele von uns an Bord begannen das Gleiche zu glauben. Wir segelten 2 Jahre lang und waren schließlich auf dem Weg zurück zu Plunder Island. Das war aber lange. Gerade als wir anfingen, an ihm zu zweifeln, zahlte er sich aus. Wir fanden einen versunkenen Schatz direkt vor der Küste. Warte eine Sekunde. War es ein enormer Haufen Schmuck, Goldmünzen und Gürtelschnallen auf dem Grund der Bucht? Exakt. Woher wusstest du das? Ich hatte da so ein Gefühl. Okay. Okay, das war jetzt ein guter Twist. Es war mir ein Vergnügen. Tschüss. Genau. Wir sind einfach im Kreis geflogen. Genau, mit einem Schiff. Genau, Wolkenschiff, ne? Final Fantasy 7, ne? Sid Highwind. Nein, Quatsch. Natürlich geschiffert, genau. Aha, ja, gut, dann hauen wir mal den Goldzahn an die Platte. Sieh dir das an. Ist das echtes Gold? Sieht so aus, als könntest du tatsächlich Schätze finden. Also kommen Sie in meine Mannschaft? Sicher, solange meine Partner mitmachen. Ja, ich mach nur zusammen. Einen Seemann für meine Mannschaft. Yeah! Er hätte ja testen können, ob das echt Gold ist, ne? Den er drauf beißt. Ach, oh, wer ist der Goldzahn in den Zähnen steckt geblieben? Ach ja, ja gut, das C64 Mini, nochmal zurückzukommen zum Hauptthema. Ja, ist eigentlich ganz eine nette Idee, vor allem auch, da ja auch das Basic mit dabei ist. Das ist ja kein Basic. Ach ja, die erste Golden Boy-Folge. My Golden Boy. Genau. Oh, ich liebe dich, Toilette. Oh ja. Am Ende wird die ganze Welt retten. Und am Ende hat er gar nicht die Welt gerettet. Na gut, er hat die Welt der Animation gerettet. Genau. Da denkt man die ganze Zeit, ist so ein Aufbau, von wegen in jeder Folge am Ende die Stimme von Colonel Neil aus Stargate. Er wird irgendwann die ganze Welt retten. Ja, nachdem er versucht, einen sexuellen Abenteuern und so weiter. Aber... Und dann denkt man die ganze Zeit, oh, was wird jetzt kommen? Wenn irgendwelche Aliens kommen und dann muss er am Ende die Tochter des Alien-Kommandanten verführen oder so? Nein, am Ende muss er einfach nur die Welt der Animation retten. Naja, gut. Ein bisschen schlapp. Aber ich glaube, Comics, Quatsch. Ich glaube, die Hentais sind da. Sind eigentlich Hentais. Ja, die Mangas, da hat man, glaube ich, ein bisschen mehr von, wenn man will. Aber das kann man auch angucken, ja. Das CE64 Mini, gut, da ist auch Basic mit bei. Kann man auch hier. Doppelpunkt, wie war es nochmal? Doppelpunkt, Load, Dollarzeichen oder so. Wie war es nochmal? Ach, ist ewig her. Ich habe da mal bei meinen späteren C64, die neuere Version, habe ich einfach die F1-Taste benutzt. Da ist ja alles schon vorgespeichert. Aber drückst du einfach F2, F3, F4, F5 oder so und da sind die Kommandos ja von Load, Load List und so weiter schon drin. Sind sie wirklich, mit dieser Arbeit glücklich? Sind sie wirklich mit dieser Arbeit glücklich? Zumindest bis wir einen vierten für unser Friseursalon-Quartett finden. Dann seid ihr aber kein Quartett mehr. Sind Sie sicher, dass Sie meiner Mannschaft nicht beitreten möchten? Ich habe es dir gesagt. Nicht bevor du mich genügend beleidigt und in einem Duell besiegt hast. Hm. Haben Sie vielleicht etwas erwähnt, dass Sie ein großer alter Beitnerser Dummkopf sind? Ich möchte Sie nicht beleidigen. Kann ich einfach loslegen? Ich möchte Sie nicht beleidigen. Warum können wir nicht einfach so loslegen? Ja, warum nicht? Boah, schon so spät. Vorsingen. Nee, das hatten wir, glaube ich, schon, ne? Sind Sie sicher, dass Sie meiner Mannschaft nicht beitreten möchten? Ich habe es dir gesagt. Bevor du mich nicht beleidigt hast. Und in einem Duell besiegt hast. Genau. Nettes Parfum, das Sie benutzen. Haben Sie sich eigentlich in Dung gewälzt oder in sich nur ein wenig hinter jedes Ohr getupft? Dies ist nicht die Art von Beleidigung, die ich meine. Welche denn sonst? Habe ich eigentlich schon erwähnt, dass Sie ein großer alter bettnässender Dummkopf sind? Genau genommen hast du es getan. Und ich bin nicht beeindruckt. Was will er denn? Ich möchte Sie nicht beleidigen. Warum können wir nicht einfach so loslegen? Das geht einfach nicht. Ach, Mann. Boah, schon so spät. Ich muss gehen. Ich muss gehen. Na gut, dann schauen wir mal in das Inventar. Vielleicht haben wir ja da was so einen Hinweis drauf. Bauchrednerbuch. Also gut, das haben wir schon bei den Gast im Restaurant eingesetzt. Piratenliteratur.
Ich habe nichts zu sagen. Na ja, genau. Das Glas voll Kämme können wir nicht mit anfangen, ne? Hände weg von den Kämmen. Die gehören uns. Die Kämme sind wichtig. Die Kämme sind Gott. Nein, na gut, so ist es jetzt nicht gerade unbedingt. Aber okay. Gut, dann gehen wir halt wieder. Ach ja, schönes Wetter. Ja, so Karibik wäre jetzt auch schön. Obwohl, na gut, C64 Mini, was ist denn eigentlich noch drauf? Ja gut, Gott, wie heißt das? Impossible Mission und noch Iridium oder so ein Sidegoal-Shooter und, ja, sind ein paar ganz nette Sachen drauf und man kann auch die, ja, Basic auch einsetzen, aber persönlich finde ich das jetzt irgendwie nicht so ganz so geil. Oh, schon wieder so spät. Weil, warum wohl? Ganz einfach, es fehlen ein paar wichtige Sachen. Wie zum Beispiel, was denn? Was fehlt denn da zum Beispiel? Es fehlt, warte mal, haben wir den schon eingesetzt bei den, warte mal, nochmal zurück. Habe ich den schon bei den Zabot eingesetzt, den Stab? Muss ich mal einfach gucken. Der da hinten in der, genau, in der Requisitenraum ist. Ja, ne, natürlich, was verwundert mich, stört mich als Point-and-Click-Typ am meisten, das bei den C64 Mini. Nicht, dass es irgendwie, dass man nur ein Spiel auf eine SD packen kann, wenn man das dazu machen will und einschließen und an, über den Basic, die Basic-Konsole öffnen möchte. Nein. Sondern auch, dass da auch viele, ja eigentlich alle LucasArts-Spiele fehlen, die es auf dem C64 gab. Das ist doof. Ich will keinen Vorteil aus den mystischen Energien ziehen. Oh, schade. Ich dachte, das hätten wir schon. Können wir den öffnen? Nee. Zum Tragen ist er zu schwer. Okay, na gut. Schade. Ja gut, mit der Perücke können wir auch nichts anfangen. Und die, ja genau, und die Läuse haben uns auch schon geschnappt. Okay, na gut, dann wieder raus. Und es fehlen natürlich, naja, okay, was gab's denn für C64 von LucasArts? Natürlich mehr Menschen, das große Bekannte, das große Ding, 87, als es dann hieß, wow, Scamper, und man kann als anklicken und man muss sich wieder alles textmäßig eintippen, wie bei früheren Geschichten, wie zum Beispiel, das Labyrinth-Spiel von den Filmen, das keiner, das wahrscheinlich die meisten gar nicht mehr kennen. Okay. Wo waren wir noch nicht gewesen? Wie können wir ihn beleidigen? Ah, ich weiß. Jetzt ist mir eingefallen. Wir müssen ihn nicht beleidigen, wir müssen ganz mittelalterlich machen. Mittelalterlich, genau. Das ist ein richtiges Wort. Es steht auch in Dun, glaube ich. Ja. Und, mal sehen, was gab's? Magic Mansion. Dann gab es, glaube ich, noch... Gab es ein C64-Version vom ersten Monkey Island? Ich glaube schon, aber ich glaube, die ist nicht so geil wie die PC- bzw. Amiga-Version, oder? Ja. Und Zack McCracken, das Spiel mit den Ei. Genau, mit den Ei in der Mikrowelle. Und wenn du es spielst, wenn du die, wie heißt das, wenn du die, wie heißt das, Piraterie, nicht die Art von Piraterie. Ich meine, wenn du die, gecrackte Version, sag ich jetzt mal so, spielst, genau. Es ist ein Handschuh. Es ist ein Handschuh, genau. Jetzt hat der Handschuh eigentlich einen Sinn. Wenn du dann die, geklaute Version, ach, sag ich jetzt einmal so, mir fällt jetzt gerade nicht ein, wie es heißt, spielst, dann landest du dann statt, wenn du mit dem Flugzeug weiterfliegen willst, im nächsten Bereich, landest du dann im Knast in Simbabwe, wenn ich mich nicht irre, oder Simbabwe? Und wirst dann die ganze Zeit von den Sheriff dann, ausgequatscht, die ganze Zeit nur, dann kannst du nichts mehr machen. Und wirst immer gesagt, warum hast du das Spiel geklaut? Warum hast du das Spiel illegal gezogen? Das ist illegal, das ist schlimm, das, wie geht man an die ganzen Entwickler? Ah, was bist du für ein schlimmer Mensch? So, das ist eigentlich ganz witzig. Gibt ja auch, glaube ich, so kreative Bestrafungen für Leute, die Spiele cracken, ne? In Spielen wie Witcher und so weiß ich ja, ne? Ja, ja. Ist nicht häufig, aber gibt's auch, ne? Okay, dann klatsch mir mal eine. Nun, es gibt eine Herausforderung. Auf zum Feld der Ehre. Oh, yes. Wähle deine Waffe. Wähle deine Waffe. Ich mach dir mal wieder zu. Genau. Zack. Obwohl, was passiert eigentlich, wenn wir... Was passiert eigentlich, wenn wir wirklich eine Waffe wählen wollen? Ich glaube, wir... Ach ja, ich glaube, er ballert uns die dann aus der Hand, ne? Wollen wir das zeigen? Nee. Gehen wir ja nicht direkt aus Benlo. Es ist ein Banjo-Koffer. Ah, Banjo, genau. Und es fehlt natürlich, was gab's noch? Ich glaube, so viel C64, LucasArts-Geschichten gab's nicht, ne? Als die Point-and-Click-Geschichten. Ja, und es fehlt natürlich Giant Sisters und, Turrican. Ne? Ah, ja, genau. Oder Donald Duck Playground. Ich wähle das Banjo. Akzeptiert.
Echt? Das funktioniert? Ding! Oh, das ist ja wie Gitario. Benjo Hero. Ups. Warte. Aufhören. Die letzte Note war falsch. Ups, ach, ich wusste genau. Ich habe gewonnen. Ich habe gewonnen. Ich habe gewonnen. Hei, hei, hei. Ja, du hast verloren. Oh Mann, ich bin so gut. Was für ein schlechter Sieger. Willst du es noch einmal probieren? Ja, aber erst in der nächsten Aufnahme. Genau. Mann, der Typ ist ja ein schlechter Gewinner. Genau wie, der ist ja wie Simon bei Game One, ne? Ich hab gewonnen! Oder, ich hab verloren, ich hab keine Lust mehr. Ach ja, genau. Haha, ja, Leute, die sich selbst auf die Schulter klopfen, das sind so armselig. Es ist noch 16 zu 4, noch 10 Sekunden zu spielen, ist doch alles offen. Ja. Genau. Okay, Leute, dann sehen wir uns dann in der nächsten Folge und, wenn ihr noch irgendwas wisst, was für ein C64 noch wichtig gewesen wäre für ein C64 Mini oder gute C64-Spiele, haut die mal in die Kommentare rein. Weil, ich bin mal ganz ehrlich, ne? Ich würde es ja manchmal finden, wenn ihr mal in die Kommentare schreiben würdet, weil ich würde euch da noch einbauen. Ich glaube, das, also in die Videos. Weil das wäre doch eigentlich, das ist doch eigentlich ganz cool, ne? Wenn man in YouTube-Videos, wenn man mal sagt, hier, Rotten Bunny Cops LP hat gesagt, ich soll mal das machen. Klick, bumm, Spielende. Okay, du wirst geblockt. Klick, klick. Nein, aber ihr wisst, was ich meine. Das wäre ja eigentlich auch mal ganz witzig. Aber na gut, also Leute, sehen wir es dann in der nächsten Folge von The Curse of Monkey Island, Monkey Island 3. Bis dann. Und dann gibt's Banjo. Also bis dann. Ciao. Banjo. Ahoi.